Hey ho, willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal habe ich ja gesagt, wird Xbox-lastig. Besser gesagt, Xbox 360-lastig. Ein Titel ist dabei, wo abweicht, aber ist auch noch ein Xbox-Titel, ja. Und habe gesagt, es wird stahlhart. Mal gucken, was ich damit meine, ne? Fangen wir mal an mit dem ersten Titel: den Spider-Man natürlich wieder. Oh, ich mag das nicht mit dem Licht, gell? Tut mir leid, dass wir sowas miterleben müssen. Aber so? Oh ja, so ist gut, oder? So kann man es lassen. So ist perfekt. Dann müssen wir nochmal die Kamera. Tut mir leid. So, also. Spider-Man. Spider-Man, wisst ihr, kann man eigentlich immer mitnehmen. Also wenn es jetzt nicht gerade 10, 15 Euro kostet. Sondern für 3, 4, 5 Euro kann man bestimmt Spider-Man mitnehmen. Man kann es auch mal riskieren, weil Spider-Man-Titel sind anscheinend sehr beliebt, habe ich gemerkt. Und die gehen immer gut weg. Und ich habe dafür 4 Euro bezahlt. Wie gesagt, höchster Preis. Super. Super Titel. Weiß nicht, wie das Spiel ist, aber vom Preis her ist super Titel. Dann habe ich hier ein Paket gekauft für 9 Euro. Einmal Fable Anniversary. den hatte ich noch nicht. Das ist der normale Fable-Teil mit mehr Quests. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was das für ein Teil ist. Gell? Oder ist es ein neuer Teil? Kann auch ein neuer Teil sein. Ich vermiere mich gerade voll, glaube ich. Auf jeden Fall, Fable war immer gut. Ich habe das damals auf der Xbox gezockt, auf der ersten. War so ein cooles Spiel. Und ja, das habe ich für beide Spiele habe ich für 9 Euro gekauft. Das war, heißt einmal 4,50 Euro für den hier und einmal 4,50 Euro für Harry Potter. Harry Potter ist auch so ein Ding. Kann man immer mal wieder mitnehmen. Mit Gandalf-Verschnitt. Naja, was? Ja. Super Titel. Und jetzt kommt ein Paket, da war auch einmal was dabei, was nicht Xbox 360 ist, aber das ist ja jetzt nicht wild. Und zwar haben wir hier einmal Xbox One, bei Walking Dead Season 2, Telltale Games. Telltale Games, wie gesagt, kann man immer mitnehmen jetzt, weil die Firma gibt es nicht mehr. Und irgendwann gibt es die Spiele auch nicht mehr online und dann sind die einen Haufen Geld wert. Weil jeder, der was die dann spielen will, der muss sie kaufen. So, auf CD, ne? Nicht online. Hammer. Und ich habe 4 Euro für dieses, also für alles zusammen habe ich 8 Euro bezahlt. Das war eBay. Wenn ich die Auktion noch habe, kann ich sie einblenden. Also ihr seht, was ich meine. Also die waren erstmal teurer drin. Und dann konnte man einen Preisvorschlag machen. Und dann habe ich sie erstmal runtergehandelt. Und der hat es angenommen. Sehr gut, sehr freundlich. Top, top Typ. Walking Dead Season 2, das werde ich vielleicht auch mal testen, aber ich gucke, dass ich es für die PlayStation 4 kriege, weil die habe ich aktuell noch auf meinem PC angeschlossen. Und jetzt wird es langsam stahlhart. Wir haben hier Final Fantasy, Resident Evil 5 im Steelbook. Sogar richtig top Zustand. Ich hatte schon mal eine, aber die war verkratzt ohne Ende, die habe ich verscherbelt. Ist zwar jetzt auch nicht richtig, also das ist die Pappe außenrum, das Plastik meine ich, aber das Steelbook hat wirklich keine Schäden. Richtig top. Und ja, das sind halt auch so 18er Titel, wo man, wenn man online bei eBay bestellt, auch erstmal 6 Euro oder so bezahlen muss für Versand wegen Dings, Altersschutz. Und das ist halt top, finde ich. Bei Kleinanzeigen ist es halt noch nicht so arg. Wird aber bestimmt auch noch kommen. Und jetzt kommen noch mal 2 geile Titel. Auch im Steelbook. Richtig cooles Steelbook. Also das hat mir richtig gut gefallen, das Artwork. Und wie gesagt, Steelbooks sammle ich jetzt ab sofort. Mir egal, was für Spiele. Von mir aus auch FIFA. Aber Steelbook ist geil. Jetzt habe ich schon verraten. 4,50 Euro und ich habe beide zusammengekauft. Das heißt, 9 Euro habe ich für beide bezahlt.
Und Gears of War Judgment im Steelbook ist der Hammer. Oder was sagt ihr? Sieht richtig cool aus. Stellt euch mal vor, ein Kollege kommt und euer Regal steht nur voll mit Steelbooks. Was ist denn das für ein... Das ist doch voll die geile Aufmachung, oder? Und hier haben wir Splinter Cell. Das ist Blacklist, genau, Blacklist war das. Sieht auch richtig Hammer aus. Also Steelbooks sind echt der Burner, finde ich jetzt. Und da ich langsam ein bisschen aufpassen muss mit dem Platz, kaufe ich nur noch spezielle Sachen. Ja, und das war meine Auslosung für heute. Ich glaube, wenn ihr dieses Video seht, habe ich schon wieder die nächste Ladung nebendran liegen für die nächsten Videos. Jetzt kommt noch ein Video, dann ist die komplette Ladung fertig. Und dann kommen erstmal vielleicht keine oder kommen wieder demnächst gleich neue. Also immer abwarten. Ja? Bei mir ist es so ein bisschen Zeitfrage, wenn ich Zeit habe aufzunehmen. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein, ciao.